Mit einem Gesichtstreffer ging es weiter. Aber das ist immer vielleicht auch ein Hallo-Wach-Zeichen. Aber sie war ja schon im Spiel, deswegen brauchte sie das gar nicht. Vielleicht motiviert sie das aber trotzdem noch zusätzlich. Ja, hier geht es ganz einfach, ohne großes Tempo. Einfach ein Parallelpass gespielt. Ludmila Jamacek geht hoch und trifft zum 4:1. Da war dann die Abwehrspielerin zu passiv. Man muss dann dort eben halt doch, wenn die Gegenspielerin größer ist, doch einen Schritt früher rausgehen. So wie hier. Die Nummer 17. Fabian Voss. Und auf der anderen Seite geht es weiter mit der Passivität. Bei der TuS Lehmfurt Franziska Heppler mit ihrem ersten Tor. Jetzt haben wir gerade drei Beispiele gemacht, wie es die Abwehr, oder drei Beispiele gesehen, wie die Abwehr nicht machen soll. Hinten stehen bleiben. Franziska Blöbler macht es jetzt hier besser. Auch wenig Zug zum Tor. Und gehalten. Und der schnelle Pass wieder. Aber diesmal abgefangen, aufgepasst von Fabian Voss. Jetzt haben sie sich gut bewegt, die Lücke gezogen, aber trotzdem scheitern die TuS Lehmfurt. Die Nummer 18, Evi Hüßmanns. Und auf der anderen Seite geht es ganz schnell, ein Ball nach vorne gespielt. Tor durch die Nummer 11, Marien Tegler. Jetzt mal ein Anspiel, was im Kreis funktioniert hat. Ein Tor durch die Nummer 5, Larissa Heil. Wieder Franziska Heppler, die aus der Bewegung kommt. Erneut. Zum 7:3 trifft sie nach gespielten 11 Minuten. Das hat man gesehen. Hinten die Abwehr bleibt passiv stehen, bewegt sich einen halben Schritt vielleicht entgegen. Franziska Heppler bekommt den Ball in die Bewegung. Und die ist eben halt sehr, sehr dynamisch und hat dadurch eben halt den deutlicheren Vorteil gegenüber ihrer Abwehrspielerin und macht dann dort das Tor. Während die TuS Lehmfurt wieder von außen scheitert. Ja, und hier hat man jetzt die ganze Klasse von Evelyn Schulz gesehen. Kreuzung gespielt von den beiden Halbpositionen. Und dann ist sie eben halt aufgrund ihrer Größe auch obenrum anspielbar. Schwer für die Gegner zu verteidigen. Und holt dadurch den 7 Meter raus. Torwartwechsel auch dann bei der TuS Lehmfurt. Ins Tor kommt Nicole Hillig. Und sie tritt an gegen die Nummer 18, Ludmila Jamacek. Wollen wir mal schauen, ob die... Ja, sie trifft. Ludmila Jamacek gehört auch in der Liga zu den sichersten 7-Meter-Schützen. Das war mittlerweile ihr 42. Treffer im 52. Versuch. Gehört dadurch in die Top 3. Der 7-Meter-Schützen. Gute Beinarbeit von der Abwehr, so dass es wenig Lücken gibt, dort zum Abschluss zu kommen. Jetzt gab es aber eine, die steigt dann aber am Pfosten
und auf der anderen Seite geht es relativ schnell, zügig. Pass gespielt, einmal die Welle durch. Zum Rechtsaußen, aber Stefanie Lahr scheitert. Jetzt kommt es mal, Tor. Juventus Lindford, Fabian Voss trifft. Ja, war eigentlich clever gespielt. Von Evelyn Schulz auf Franka Kühne, aber Evelyn Schulz stand leider noch ein Stück weit im Kreis. Und unterdessen gab es die gelbe Karte für die Bank, für die Trainerin Bettina Grenz-Klein. Und auch hier wieder sehr gut gespielt. Und 7 Meter, weil der Griff ins Gesicht kam. Das heißt also folgerichtig 7 Meter und eine 2-Minuten-Strafe für Caroline Mock. Aber das ist es eben halt. Sehr schnell gespielt mit hohem Tempo, Kreuzung, Einläufer. Dann ist es eben halt schwer, wenn die Abwehr zu passiv steht, zu passiv arbeitet. Dann hat man meistens immer nur das Nachsehen. Und kann man eigentlich nur auf Kosten eines Fouls arbeiten. Und Lübner Jamacek bleibt dabei. Sie trifft. Ihr dritter 7 Meter in diesem Spiel. Zum 9:4. Das erste Unterzahlspiel für die TuS Lindford. Und wird sicherlich mit einem Einläufer arbeiten. Da kommt er von der Linksaußenposition. Sperre stellen. Nicht ganz nachvollziehbar, sie hat eine gesunde Höhe. Dort die Nummer 3, Vanessa Idelberger. Einfach dann auch mal mit Zug zum Tor zu arbeiten. Alina Gassen scheitert dort, bekommt aber noch den Freiwurf. Und erneut ein Fehlversuch. Mit TuS Lindford hier wieder gut gespielt. Man sieht den freien Mann. Und Tor am Kreis durch die Nummer 7, Franka Kühne. Auszeit genommen von TuS Lindford, folgerichtig. Ja, die Abwehr von TuS Lindford ist immer einen Schritt später dran an den Angriffsspielerinnen. Das heißt, man muss sich dort neu ordnen, muss vielleicht auch mal das Deckungssystem umstellen, um dieses ewige Kreuzen oder die Einläufer zu unterbinden. Und im Angriffsspiel kann die TSG momentan sehr zufrieden sein. Es gelingt ihnen alles in der Abwehr. Werden diese Kleinigkeiten, die sie falsch machen, gar nicht so sehr ausgenutzt, beziehungsweise mit Fehlwürfen von TuS Lindford beantwortet. Da gibt es eben halt auch immer noch das ein oder andere, was man verbessern kann. Eine Abwehrarbeit der TSG, wie gesagt, aber momentan nicht vonnöten. Sie führen deutlich mit 10:4 nach 14 Minuten und 55 gespielten Sekunden. Momentan spiegelte das Tabellenbild deutlich die Spielweise wider. Ich habe es ja vorher schon gesagt. TuS Lindford ist auf dem Tabellenvorletzten Platz mit 6:22 Punkten. Wenn man daran bedenkt, dass der 7. Platz mit 13:5 Punkten das rettende Ufer bedeutet, dann sieht man eben halt bei den ausbleibenden 8 Spielen, dass die TuS Lindford weit davon entfernt ist. Stürmer voll. Wieder geht schnell. Auch hier wieder gut gesehen. Das Überzahlspiel noch ausgenutzt. Das auf der rechten Seite eben halt noch Franziska Eppler freistand.
Jetzt verfolgt er Nichtus sofort wieder und bringt eine neue Spielerin mit, der Nummer 2. Vanessa Dings. Jetzt haben sie es wenigstens mal im Ansatz gut gemacht. Eine Kreuzung gespielt, eine Lücke gerissen. Aber dann doch wieder der Fehlversuch. Bleiben aber im Ballbesitz. Wieder Stürmer voll, wieder gut gezogen von Franzis Gebler. Und es geht wieder schnell. Ah, freien Mitspieler gesucht. Auch gefunden, bloß leider kam der Pass ein bisschen zu hoch für Franka Kühne. Ja, hier sieht man das, wenn die Ballführende wird sofort attackiert, in der Abwehr geht die dementsprechende Gegenspielerin raus, geht auf die Ballführende. So wird es ihm halt sehr schwer für TuS Linford ein vernünftiges Angriffsspiel aufzuziehen. Und selbst wenn es dann eben halt zu einem freien Wurf kommt, dann ist im Tor immer noch Antje Borkowski, die das momentan zu verhindern weiß. Und wieder hält sie den Ball. Und auf der Gegenseite schaltet Franka Kühne, kriegt aber den Freiwurf. Aber hat man eben halt gesehen, hier ist eben halt der deutliche Unterschied. Bei der TSG wird der Ball schnell nach vorne getragen. Dadurch hat man relativ leichte Chancen, zum Abschluss zu kommen. Man muss gar nicht großartig lange arbeiten, irgendwelche Kombinationen zu spielen. Auftakthandlung außen oder halb, außen läuft ein. Auch hier gut gesehen eigentlich, aber leider den Ball vertändelt, dass Stefanie Larsen am Kreis freistand. Gutes Rückzugsverhalten der TSG. Erobert den Ball und es geht wieder schnell nach vorne. Stefanie Larsen lucht die Lücke und es müsste auch ein Schlag von hinten. Und es gibt erneut 2 Strafminuten für die Nummer 18, Evi Hüßmann. Wieder war die Abwehr einen Schritt zu spät.